Hallo, herzlich willkommen, ich bin's der Jens von Optionsstrategien TV und heute sprechen wir mal über ein aktuelles Thema, nämlich was machen wir denn als Optionsverkäufer, wenn die Volatilität niedrig ist? Wenn wir Optionen verkaufen, dann wissen wir ja, die beste Zeit ist immer dann, wenn wir hohe Volatilitäten haben und diese im Laufe der Zeit abnehmen. Weil dann profitieren wir natürlich ganz besonders davon, bei sinkender Volatilität fallen die Preise von Optionen und das ist natürlich als Verkäufer von Optionen das ideale Umfeld. Das führt natürlich über kurz oder lang automatisch aber auch dazu, dass wenn dann die Volatilität gefallen ist, dass wir nur noch sehr, sehr wenige Gelegenheiten finden. Das heißt also, wer jetzt beispielsweise Futures-Optionen handelt, dass es mal sein kann, wenn wir 20, 25 Märkte beobachten, dass wir in guten Zeiten 15, 16 Märkte haben mit einer sehr hohen Volatilität. Das heißt, da lohnt es sich, Optionen zu verkaufen. Und das kommt, dann kommen dann aber automatisch auch wieder Zeiten, wo vielleicht nur 3, 4 oder 5 Märkte eine hohe Volatilität haben. Und oftmals sind das dann sogar noch sehr stark miteinander korrelierende Märkte. Also beispielsweise alle Währungen haben eine hohe implizite Volatilität und der Rest liegt eigentlich relativ brach. Und jetzt ist ja die Frage, was machen wir denn in so einer Zeit? Und da will ich heute mal drei Möglichkeiten vorstellen, was man prinzipiell machen kann. Variante Nummer 1 wäre, man verkauft trotzdem auch mit niedrigen Volatilitäten weiterhin Optionen. Es gibt ja kein Gesetz, was uns vorschreibt, dass wir nur bei hoher Volatilität Optionen verkaufen können. Wir können ja auch bei niedrigen Volatilitäten Optionen verkaufen. Wir müssen uns eben bloß der Risiken dann bewusst sein. Wenn wir in einem niedrigen Volatilitätsumfeld Optionen verkaufen, dann können wir gewinnen anhand des Zeitwertverlustes. Das heißt also, wenn ich jetzt beispielsweise darauf setze, dass ein Markt stabil bleibt und ich verkaufe einen Iron Condor oder ich verkaufe einen Strangle oder was auch immer, Short Put, Short Call, solange sich das Underlying nicht sehr stark bewegt und solange auch die Volatilität nicht ansteigt, habe ich damit überhaupt kein Problem, weil ich ja über den Zeitwertverfall gewinne. Und es gibt einige Strategien, die man quasi permanent umsetzen kann. Es gibt zum Beispiel so etwas wie High Probability Iron Condors, das heißt, das sind dann Iron Condors mit einem sehr weit wegliegenden Umfeld oder mit einem sehr weit wegliegenden Strike von den verkauften Optionen. Und die kann man im Grunde genommen permanent machen. Man würde dann eben bloß in Zeiten niedriger Volatilität das Ganze etwas nach unten fahren. Muss mal ganz kurz gucken, was hier nebenan passiert. So. Das wäre die eine Variante. Wie gesagt, man muss sich einfach bewusst machen, das Risiko ist eben dann, dass wenn die Volatilität mal anspringt, dass man eben dann schnell ins Minus kommt. Man lässt sich also für dieses Minus im Grunde nicht genug bezahlen. Aber wer damit weiß umzugehen, der kann also auch Optionen mit einer niedrigen impliziten Volatilität verkaufen. So, die andere Variante, Variante Nummer 2, wäre, dass man Optionen kauft. Also, dass man sagt, okay, ich kaufe jetzt Optionen. Hier ist es natürlich aber so, dass man dann seinen ganzen Bias im Grunde genommen ändert. Wenn wir Optionen verkaufen, dann geht es ja immer darum, dass wir sagen, wohin geht denn der Preis nicht mehr? Wenn wir dagegen sagen, wir kaufen Optionen, dann müssen wir so ein bisschen Blick in die Glaskugel werfen und müssen sagen, okay, wohin geht denn jetzt der Preis? Kaufe ich einen Call, muss es zwingend steigen, damit ich gewinne? Kaufe ich einen Put, muss der Preis fallen, damit ich gewinne? Nun kann man so ein bisschen Mischformen wählen und kann sagen, ich mache zum Beispiel bei Aktienoptionen Long Straddles, das heißt also ich kaufe, oder auch für mich aus Long Strangles, ich kaufe also Aktien, die sehr, sehr nah am Preis sind, mit einer sehr niedrigen Volatilität, und ich hoffe zum Beispiel, dass im Vorfeld von Earning-Ankündigungen in den nächsten Wochen oder Monaten die Volatilität ansteigt und ich den Zeitwertverlust, den ich erleide, weil immer wenn wir eine Option kaufen, erleide ich Zeitwertverlust, dass das über den Anstieg der Volatilität ausgeglichen wird. Ich persönlich bin kein allzu großer Fan dieser Strategien. Warum? Weil wir eben dann hier schon sehr in das Glaskugeltrading gehen. Das heißt, wir sagen, wenn die Volatilität steigt, wenn sich der Preis in die Richtung bewegt. Also es sind sehr viel Wenn dabei, und das persönlich sagt mir nicht so sehr zu, aber es gibt etliche Händler, die das Ganze tun.
wie gesagt, die Wahrscheinlichkeiten ändern sich dann. Es ist eine ganz andere Art von Trading und man muss sich eins bewusst machen, das ist dann nicht mehr so fehlerverzeihend. Wenn ich also Optionen verkaufe und setze nur darauf, dass ein Preis sich nicht mehr in eine bestimmte Richtung bewegt oder unter ein bestimmtes Level fällt, über ein bestimmtes Level nicht mehr ansteigt und tue das noch in einem Umfeld hoher Volatilität, dann habe ich sehr viel Wahrscheinlichkeit auf meiner Seite und das ist auch ein wenig fehlerverzeihend. Wenn ich jetzt direktional agiere, Long Call, Long Put, dann muss es eben zwingend in meine Richtung gehen. Wenn es da 5-6 Tage gegen mich geht, dann habe ich eben schon ein größeres Problem. Vorteil von so einer Strategie ist, man weiß von vornherein, was man verlieren kann. Mehr als das eingezahlte Geld, also was der Call oder der Put gekostet hat, kann man eben nicht verlieren. So, und dann gibt es noch eine dritte Variante, die man in einem Umfeld niedriger Volatilität machen kann. Und das ist dann schon wieder eher etwas, was ich bevorzugen würde, nämlich, dass man Kalenderspreads handelt. Kalenderspreads, wir haben sogar schon vor längerer Zeit, haben wir sogar mal eine längere Webinarreihe gemacht, hier Trading Kalenderspreads. Kalenderspreads ist ja, dass man sagt, okay, man setzt auch darauf, dass der Preis sich in einer bestimmten Spanne bewegt, dass man gleichzeitig also über den Zeitwertverfall profitiert, der vordere Monat wird verkauft, der hintere wird gekauft und dass man also davon profitiert, dass der Preis in so einem Zelt bleibt. Man kann es einzeln machen, man kann es als Doppeltes machen. Wenn ihr daran Interesse habt, schreibt mir es in die Kommentare, können wir das Ganze hier mal ein bisschen näher ausbauen. So. Der Vorteil gegenüber einem normalen Long Call, Long Put ist eben hier, dass ich hier trotzdem vom Zeitwertverfall profitiere, da ich ja eine Option verkaufe, eine kaufe und das ist jetzt das Besondere, im Gegensatz zu anderen Optionsverkaufsstrategien, profitieren natürlich Kalenderspreads von ansteigender Volatilität, beziehungsweise ihnen schadet das nicht so sehr. Das heißt also, wenn jetzt in einer verkauften Option, die Vola extrem stark ansteigt, dann ist das erstmal nicht so gut. Wenn ich einen Kalenderspread habe, da habe ich eine Option Short und eine länger laufende Option Long, wenn dann die Volatilität ansteigt, profitiert die länger laufende Option etwas mehr als die kurz laufende Option verliert und deswegen ist es grundsätzlich nicht schädlich, wenn die Volatilität ansteigt, wenn man Kalenderspreads handelt. Nachteil von Kalenderspreads, es sind sogenannte Debit Spreads, das heißt, ich muss wieder Geld am Anfang aufwenden, ich bekomme erstmal kein Geld. Das ist, glaube ich, aber zu verschmerzen. Das, der etwas größere Nachteil ist, Kalenderspreads müssen häufig adjustiert werden, weil man eben doch nicht genau die Range so festlegen kann, wo der Preis sich bewegt und wie man die adjustiert, wann man das macht. Dazu braucht man erstens eine Software, zumindest eine Software, die uns zeigt, wo sind gerade meine Break-Even-Punkte, wo greife ich ein. Und zum anderen muss man eben auch ein bisschen wissen, wie das Ganze geht. Wer sich aber mit dem Thema beschäftigt, der findet in Kalenderspreads eigentlich ein wunderbares Instrument in Zeiten niedriger Volatilitäten, weil eins ist Fakt, Volatilität hoch geht irgendwann runter, Volatilität niedrig geht irgendwann hoch. Und solange sie nicht hoch geht, kann ich auch mit dem Kalenderspread trotzdem Geld verdienen über den Zeitwertverfall. Man sieht also, egal welche Bedingungen wir am Markt haben, hohe Volatilität, niedrige Volatilität, das spielt eigentlich keine Rolle. Wir können immer Geld verdienen, wir müssen bloß wissen, was wir tun. Und wenn jetzt jemand sagt, ich habe aber überhaupt noch keine Erfahrung mit Kalenderspreads und so weiter, dann ist es vielleicht auch das Beste, in so einer Situation mit niedrigen Volatilitäten erst einmal gar nichts zu machen, das Pulver stillzuhalten, weil es kommen über kurz oder lang wieder genügend Gelegenheiten, gerade im Aktienmarkt gibt es ja ständig irgendwas, dass es Aktien gibt mit hoher Volatilität, wo man also wieder traden kann und dass man sagt, okay, dann fahre ich jetzt erstmal nur wenige Positionen und beschäftige mich eben einfach lieber mit neuen Strategien, lerne die, damit ich das beim nächsten Mal wieder anwenden kann. Das war's für heute. Immer dran denken, auch wenn man Optionen kaufen würde. Wir traden nicht für den Checkpoint, sondern fürs regelmäßige Einkommen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, Servus, macht's gut.